Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Und was machst du denn da? Na, Sport natürlich. Nur weil ich zu Hause bleibe, heißt das ja nicht, dass ich nicht auf meine Gesundheit achte. Aber du bewegst dich doch überhaupt gar nicht. Aber ich zähle sehr sportlich. Hör doch mal. Und eins. Und zwei. Und eins. Aber du musst dich doch auch bewegen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen können. Das finde ich gut, denn wir haben ja zusammen mehr Sport. Spaß. Heute spielen wir Trommelwirbel. Oh, ja. Wie lange geht der Trommelwirbel? 13 Jahre. Dann schalt ihn ab. Heute spielen wir Hausbasketball. Wie soll das denn gehen? So ein Haus ist doch viel zu groß für einen Basketballkorb. Deswegen nehmen wir auch Dinge, die man zu einem Ball formen kann. Am besten für die Umwelt sind zum Beispiel Papierstücke, die man eh wegwerfen wollte. Und als Korb nehmen wir einen Papierkorb. Aha, also ein Papierbasketballkorb für Papierbasketbälle. Das klingt logisch. Und am besten fragt ihr vorher eure Eltern, wo ihr das machen dürft und was ihr davon nehmen dürft, damit es keinen Ärger gibt. Ja, ich habe auch schon den Papierball 3001 erfunden. Aber Wusel, der sieht doch aus wie ein ganz normaler Papierball. Ha, von wegen. Hier, schau ihn dir mal an. Ich schicke ihn dir mal mit dem Woody und Shit 3001 rüber. Bitteschön. Ja. Ja. Sieht immer noch genauso aus wie ein Papierball. Tja, von wegen. Also, du musst aufhören, Dinge in meiner Wohnung explodieren zu lassen. So, jetzt lass es mal lieber ein paar Körbe werfen. Ich habe da hinten einen Papierkorb aufgestellt und versuche ihn jetzt mit meinem Ball zu treffen. Tada! Ach, das war doch viel zu leicht. Ja, deshalb bringen wir etwas Spannung in die Sache. Zum Beispiel überlegt man sich immer eine Schwierigkeit dazu. Der nächste Wurf ist zum Beispiel mit den Füßen. Ja, oder mit geschlossenen Augen über den Rücken. Oder mit geschlossenem Rücken über die Augen. Oder ihr ersetzt den Papierkorb durch etwas Kleineres, zum Beispiel einen Kochtopf. Und dann entscheidet ihr, wie schwer das ist und dementsprechend gibt es mehr oder weniger Punkte. Zum Beispiel einen Papierball mit links über den Rücken um die Ecke in ein anderes Zimmer und dort in einen kleinen Topf, der in einem geschlossenen Schrank steht, treffen. Getroffen! Wusel, das kann doch jeder sagen. Damit habe ich 3 im Sinn, 24, 3800 Punkte. Ha, das holst du niemals auf. Boah, dann spiele ich eben ohne dich. Ich habe noch jede Menge Papierbälle. Oder noch besser, ich schicke dir einen echten Basketball. Oh, Wusel, was hast du getan? Hoppla, der ist wohl in deiner Küche gelandet. Naja, komm, dann sagen wir jetzt nochmal unseren Satz, ne? Wir haben zusammen mehr Scherben. Och, Wusel! Ach so, ja, dann mache ich eben wieder ganz normal Sport. Hm? Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Eins. Kennt ihr eigentlich schon die Wusel-App? Wenn ihr die auf eurem Smartphone oder Tablet installiert, könnt ihr mit mir reden und mir Fragen stellen. Hm? Zum Beispiel, wer ist der beste Erfinder der Welt? Na, ich natürlich. Hä? Falsch, ich bin doch der beste Erfinder. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Blödes Ding. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ladet euch die App lieber mal selber runter. Einfach da oben drücken. Und ich repariere das Ding bis dahin. Nein, ich repariere das. Hä?